Großeinsatz für die Flughafenfeuerwehr Frankfurt. Ein Passagierflugzeug mit mehr als 100 Menschen an Bord hat Probleme, so der Notruf. Notlandung auf der Landebahn 25 rechts. Die Maschine ist bereits im Anflug. Feuerwehr, Polizei, Notärzte, alle Retter am größten deutschen Airport sind alarmiert. Die Boeing hat Schwierigkeiten mit den Tragflächen. Im schlimmsten Fall gibt es hier gleich eine Bruchlandung. Erste Informationen kommen vom Tower. Harald Trümpler ist Einsatzleiter bei der größten Werkfeuerwehr Europas. Also, wir haben jetzt einen sogenannten Local Standby. Das heißt, eine angekündigte Notlage, eine Luftnotlage eines Flugzeugs. Das ist eine 737, die haben ein Problem mit Vereisung. Und deshalb kommen sie zurück hierher zum Flughafen Frankfurt. Die Maschine ist erst vor wenigen Minuten in Frankfurt gestartet. Plötzlich leuchteten die Warnlampen im Cockpit. Wir sind jetzt in der sogenannten Standby-Position vor der Feuerwehr 2. Und draußen sieht man den zweiten Löschzug, den ICAO-Löschzug. Wir fahren jetzt da draußen im Start- und Landebahnsystem auf eine weitere Standby-Position und warten dann da die Landung des Flugzeugs. Da kommt sie, die 737. 112 Passagiere. Eigentlich sieht alles ganz normal aus. Ja, das lief gut. Harald Trümpler ist erleichtert. Die Feuerwehr lässt die Maschine aber nicht aus den Augen, bis zur Parkposition. Zur Sicherheit. Es kann eine gefährliche Situation sein für das Flugzeug, gerade in größerer Höhe, beziehungsweise beim Start und bei der Landung, wenn man so Wolkenschichten, feuchte Luftmassen durchquert und die Enteisung der Tragflächen nicht funktioniert. Da kann sich Eis an die Tragflächen und an die Ruder ansetzen. Und das kann zu einer gefährlichen Situation führen. Das System ist abgeschaltet. Keine Maßnahmen von uns. Wir stimmen uns noch mit der Technik ab und lösen dann auf. Alles nochmal gut gegangen. Not- bzw. Sicherheitslandungen wie diese gehören zum Alltag am Frankfurter Flughafen. Zwei pro Woche sind normal. Es trifft zwar selten die Lufthansa, aber vor technischen Defekten kann sich keine Airline schützen. Der Pilot hat richtig reagiert. Kein Risiko, keine Gefahr für die Passagiere. Beim kleinsten Problem lieber sofort landen. Da ist die Lufthansa schon sehr streng. Sie gehört zu den sichersten Airlines der Welt, sagen die Retter. Die Passagiere steigen um in eine Ersatzmaschine. Der Löschzug rückt ab. Für Harald Trümpler aber geht's weiter. Schon wieder ein Notruf. Er hat jetzt bei dem technischen Einsatz. Beim technischen Einsatzleiter nachgefragt, ob wir frei wären für einen weiteren Einsatz. Das hat er bejaht und jetzt kriegen wir einen neuen Auftrag. Der dritte Alarm heute, innerhalb einer Stunde. 04, der erste Zug, wird knapp zum Melder. 04, verstanden. Circa 5500 Einsätze pro Jahr fahren die Retter vom Flughafen. Und damit mehr als manche Berufsfeuerwehr in einer Großstadt. Brennende Flugzeugreifen oder Bremsen, vom Feuer im Triebwerk, im Mülleimer bis hin zum Bürobrand. Schauen wir so, wie wir gesagt haben. Gefahrgut und Verkehrsunfälle. Am Airport Frankfurt geht es rund. Rechts ist gut. Weißt du was? Du fährst über den Mike rein und über das Vorfeld von der Halle. Da sind wir schneller. Feuer im Terminal 1, Passagierbereich. Mehrere Brandmelder haben ausgelöst. So, dann wollen wir mal. Trümpler vermutet aber einen Fehlalarm. Wie so oft. Täglich. Im Schnitt 10 Mal.
Es gibt ja auch 50.000 Brandmelder hier am Flughafen. Doch Trümplers Nase, sensibel wie ein Brandmelder, signalisiert, kein Fehlalarm. Hier brennt's wohl wirklich. Riechst du, was ich rieche? Ich guck mir die Geräte noch mal an, hier vorne. Und die Mülleimer guck ich mir noch mal an. Klaus, machst du mal Mülleimer auf und guckst mal da rein? Nimm den mal auseinander. Weil der Geruch ist speziell hier vorne. Auch wenn die Männer gelassen, ja geradezu cool wirken, sie müssen hochkonzentriert sein. Eine Katastrophe wie in Düsseldorf beim Flughafenbrand 1996 mit 17 Toten will hier keiner riskieren. Da kommen wir lieber umsonst als zu spät, sagen sie, und entdecken Merkwürdiges. Da auch. Es qualmt aus der Decke. Das ist Staub. Wo kommt der aber her? Und warum riecht es hier so verkokelt? Ja, das ist Staub. Kommt der Geruch etwa von oben? Okay. Das müssen wir uns mal angucken. Daher weht der Wind. Suchen wir uns mal ein Weg raus aufs Dach. Teerarbeiten auf dem Dach. Servus. Kohle. Was ist der Verantwortliche von euch? Zugführer Harald Trümpler will die Baugenehmigung sehen. Die braucht man hier am Flughafen. Wir haben hier ohne halt ein bisschen Staub und ein bisschen Geruchseintrag hier ins Terminal rein. Es ist so, dass es unter der Lampe richtige Wolke gibt und die Leute natürlich ein bisschen verschreckt sind. Ne? Nur wer Deutsch versteht, darf hier arbeiten. Und wer den Brandschutz nicht beachtet, muss zahlen. 1.200 Euro, so die Sicherheitsbestimmung. Unten in Bereitschaft, Kollege Andreas Kleinschmidt. Ja, also ich warte auf die Funkgespräche, die der Zugführer mir übermittelt. Und die fixiere ich dann handschriftlich auf diesem Gesprächsnachweis und übermittle den dann auch an die Sicherheitsleitstelle. Und da bei denen wird dann auch nochmal in einem Computer extra hinterlegt, welche Rückmeldung und welche Lage wir vor Ort da vorgefunden haben. Und gegebenenfalls kann ich auch nochmal Kräfte nachalarmieren. Weitere Kräfte sind hier nicht mehr nötig. Harald Trümpler hat die Baugenehmigung gesehen. Okay. Die Arbeiter ermahnt und die haben versprochen, besser aufzupassen. Zurück zur Wache. Jeder, der am Flughafen Auto fahren will, braucht einen Sonderführerschein. 1.400 Starts und Landungen täglich bedeuten Dauerhektik. Ich finde es schwieriger, wie in einer Großstadt zu fahren, weil da hat man einigermaßen geregelte Verhältnisse. Man hat eine gerade Straße mit Ampeln und so, wo das alles einigermaßen geregelt ist. Hier zwar auch, aber dadurch, dass man keine scharfen Abgrenzungen hat, sondern nur Bodenmarkierungen, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Abenteuer Flughafen. Das ist es, was der studierte Ingenieur Harald Trümpler an seinem Job liebt. Hauptsächlich die Abwechslung. Es ist, also kein Tag ist wie der andere. Wir haben immer wieder neue Situationen, auf die wir uns einstellen müssen. Wir müssen schnell reagieren auf Situationen, die für andere nicht mehr beherrschbar sind. Wir haben viel mit dem Luftverkehr zu tun, was auch an sich eine sehr faszinierende Welt ist. Wenn man da ein bisschen mehr in die Technik einsteigt, ist das an sich für mich schon faszinierend. Trümplers Kollegen sind auf der Vorfeldposition 118. Eine Pfütze Öl ist noch übrig geblieben, der Verursacher schon davongeflogen. Mit Granulat aufsaugen, den Rest mit Bindemittel auflösen. Rund 800 Mal im Jahr. Alltag für die Männer der Werkfeuerwehr. Zurück in der Wache. Endlich. Nach 2 Stunden und 3 Einsätzen. Eine Flughafenfeuerwehr im Dauerstress. Ist das immer so? Ja, es gibt Tage an denen oder Wochen, in denen es sehr oft so ist wie heute. Und es gibt auch wieder zwischendrin Tage, an denen es sehr ruhig ist. Einsatzprotokolle schreiben, essen, trinken, kurz ausruhen. Das ist es, was die Männer der Wache 1 jetzt vorhaben. Der nächste Alarm kommt mit Sicherheit. Nur eine Frage der Zeit.